Schon ganz, ganz oft haben Sie sich vorgenommen, endlich wieder Rad zu fahren. Haben Sie früher super gern gemacht, oder? Mal eben kleine Strecken mit dem Rad gefahren, das war so herrlich, das tat so gut und es war so schön, draußen in der frischen Luft zu sein. Aber irgendwie macht man es nicht mehr, oder? Wird zu anstrengend, traut man sich nicht. Und deshalb möchten wir, dass Sie heute Ihren inneren Schweinehund überwinden, dass Sie heute wieder loslegen. Und deshalb haben wir den Preis extra für Sie heute so richtig reduziert und zeigen Ihnen Pedelecs und Zubehör zum Spitzenpreis an. Denn Andreas, damit kann man wieder rausgehen, damit kann man wieder die Natur genießen. Und deine ersten Worte, die haben mich jetzt so motiviert, als du gesagt hast, hier jetzt loslegen, inneren Schweinehund überwinden. Da war ich drauf und dran, hier jetzt gleich loszuradeln. Und wenn es Ihnen auch so geht, liebe Zuschauer, dann bleiben Sie jetzt unbedingt dabei, denn wir bieten Ihnen heute unser E-Rädle, unser E-Bike, unser E-Pedelec zum TV-Sonderpreis an. Also für Sie nochmal ein richtig toller Anreiz, um jetzt auch zu sagen, na komm, wenn die Vivian schon sagt, Schweinehund überwinden, na, da bin ich doch jetzt auch dabei, dann nutze ich jetzt die Möglichkeit. Ich weiß doch, dass Sie raus wollen. Ich weiß doch, dass Sie aufs Rad wollen. Wissen wir. Ja, warum denn nicht? Letztlich ist es doch auch so, wir bleiben fit und das Ganze ist ja im Grunde, wie wenn Sie ganz normal Rad fahren. Das muss man sich ja vorstellen. Also auch hier unsere Kollegin, die Sie jetzt gerade hier im Video sehen, die fährt ganz normal Rad, die tritt. Aber sie hat eben auf Wunsch, auf Knopfdruck, die Unterstützung eines Elektromotors. Und der Elektromotor, der sorgt dann dafür, dass beispielsweise, wenn man hier über so eine Blumenwiese fährt, die ist ja nicht eben, ne, dass dann wirklich so ein bisschen Kraft kommt, so ein bisschen Anschwung von hinten. Und dann wird das Ganze leicht. Und das Gleiche passiert dann natürlich auch bei einer Steigung. Das heißt, wenn es einen Hügel hochgeht, dann drücken Sie aufs Knöpfchen Ihres Pedelecs und dann fahren Sie einfach hier hoch, als wie wenn Sie im Grunde von hinten noch so zusätzlich angeschoben werden. Aber nicht vergessen, Sie fahren trotzdem weiter Rad, Sie bewegen trotzdem die Beine. Das bleibt nicht aus. Das heißt für Sie auch so einen gesundheitlichen Aspekt. Man bleibt fit, man wird fit. Wenn Sie die letzten Jahre gesagt haben, ach Mensch, Bewegung, oh, da drücke ich mich immer so drum, dann ist jetzt wirklich hier auch die Möglichkeit zu sagen, bei einem TV-Sonderpreis von 269,95 € bin ich dabei. Da hole ich mir jetzt sowas nach Hause. Und wenn Sie nicht alleine sind, wenn Sie also eine Gattin haben, wenn Sie einen Ehemann haben, Vivian, ja, dann holt man sich zwei. Ja, bei dem Preis definitiv. Denn wir möchten Sie heute hier an diesem Tag mit diesem Pedelec, mit diesem TV-Sonderpreis dazu animieren, endlich loszulegen. Mit der Bestellnummer NX9510 und der 569 dürfen Sie gerne auch zwei bestellen. Und Andreas, mal Hand aufs Herz. Ich bin 25 Jahre alt und ich sage Ihnen ehrlich, ich habe Bedenken, ob ich mit einem normalen Fahrrad zu meinem Wohnort komme, weil es da ein bisschen bergauf geht. Auch ich möchte unbedingt Rad fahren, habe aber für mich entschieden, da kommt nur ein Pedelec in Frage. Da kommt auch, wer heute ein Rad kauft, ich will mich jetzt nicht festlegen, aber meine Vermutung ist, dass 75% aller Fahrräder, die verkauft werden, mittlerweile E-Bikes oder Pedelecs sind, weil der Anschub oder die Elektrounterstützung, die kommt ja nur auf Knopfdruck. Das heißt, wenn man diese Elektrounterstützung nicht aktiviert, dann fährt man ja wie mit einem ganz normalen Fahrrad. Das heißt, man tritt, ne, und dann fühlt sich alles ganz normal an, so wie man es zum Beispiel auch schon als Kind gewohnt war. Als Kind, da haben wir ja alle Wege entweder zu Fuß zurückgelegt oder mit dem Fahrrad. Wir haben es natürlich so ein bisschen verlernt, sind in den vielen zurückliegenden Jahren einfach zu viel Auto gefahren, ist klar, das ist bequem, aber soll man natürlich nicht. Wir sollen natürlich uns in Schwung halten, wir sollen fit bleiben, die Gelenke alles, das soll ja auch geschmiert werden und das passiert dann viel besser übrigens als beim Gehen mit einem Pedelec beim Fahrradfahren. Und das Schöne ist ja auch, bei uns bekommen Sie das komplette Paket zum TV-Sonderpreis. Müssen sich gar keine Gedanken mehr machen. Erstens, Sie fahren das Ganze ohne Lizenz, ohne Führerschein. Ne? Oder braucht man keine besondere Erlaubnis, dass man mit einem Pedelec auf der Straße fahren darf oder auf dem Radweg. Dann haben Sie bei uns ein Bike, ein Fahrrad, das komplett zugelassen ist für den Straßenverkehr. Sie sehen es, wir haben die Katzenaugen. Wir haben hier vorne eine Beleuchtung. Mhm. Ne? Hier vorne haben wir die. Die haben wir hinten natürlich auch. Und Sie sehen auch hier, wir haben vorne wie hinten
fest zupackende Bremsen. Das ist bei einem E-Bike auch immer ganz wichtig, liebe Zuschauer, denn Sie möchten ja auch immer rechtzeitig zum Stehen kommen. Das Ganze ist hier übrigens die Klapprad-Variante. Das heißt also, wir können unser Pedelec hier, Vivian, zusammenklappen, ins Auto packen. Ach was? Ja. Einfach wie ein Blatt Papier falten? Wie ein Blatt Papier falten, oder kann man es mitnehmen, wenn man Campingurlaub macht, wenn man zum Beispiel mit dem Caravan unterwegs ist. Haben Sie ein Wohnmobil, ein Reisemobil, liebe Zuschauer? Pedelec einfach reinpacken. Und das Schöne ist eben, die brauchen nicht wenig Platz. Und jetzt gucken wir Kathi zu. Ich finde dieses Video, diesen Film immer ganz, ganz spannend. Und den möchten wir Ihnen jetzt auch zeigen. Weil Kathi, guck mal, Vivian, die holt ihr Pedelec hier, ihr Rädle aus dem Kofferraum ihres Autos. Ja, sie macht das. Zack, und schauen Sie, sie klappt es hier einfach zusammen ohne Werkzeug, sondern schwuppdiwupp, einfach nur mit diesen kleinen Stellschräubchen und ist jetzt einsatzbereit. Lieber Andreas, das zeigt uns natürlich auch, wenn die Kathi das schafft, dann schaffen wir das doch auch. Ja, da haben wir natürlich darauf Wert gelegt, dass dieses E-Rädle hier sehr leicht ist. Dass das auch einfach zu bedienen ist, einfach zu falten ist. Diese ganzen Verschlüsse, die Sie jetzt hier sehen, das sind im Grunde zwei Stück. Und Kathi ist jetzt hier gerade dabei, ihre Sattelstütze einzustellen, eben auf ihre Körperhöhe. Und das können Sie zu Hause dann auch machen. Sie können hier Lenker und Sattelhöhe so einstellen, wie Sie sich am wohlsten fühlen und am besten radeln können. Ja, und dann geht's los. Und guck mal, Kathi hat sich hier nicht so eine flache Strecke ausgesucht, ne, sondern die ist hier wirklich einen Burgberg hochgefahren, um wirklich die schöne Aussicht zu genießen. Und das könnten Sie sein. Und Vivian, wir sehen es, ne? Wie souverän sie da hochfährt. Guck mal, das ist richtig steil, ne? Problemlos, ja. Mühelos. Schauen Sie, mit einem Lächeln im Gesicht, alles kein Problem. Sie schaffen das auch. Das ist ja das Schöne. Dank diesem bürstenlosen Motor, den Sie jetzt hier integriert haben. Und zack, da ist sie oben angekommen. Stolz wie Bolle. Und vor allem, sie hat mir erzählt, dass alle sie angeschaut haben und gedacht haben, wie hat die Frau das gemacht? Ja, ne? Ja, das ist ja so. Normalerweise denkt man ja, so ein Tour de France-Fahrer, ne? Der fährt hier so eine Steigung hoch mit, die sind ja unfassbar schnell. Ne? Hm. Die fahren da mit 30, 35, 40, fahren die mit 40, 45 km/h so einen Berg hoch. Puh, das ist natürlich richtig heftig. Ne? Und das traut man jetzt so einem normalen Menschen ja gar nicht zu. Aber mit so einem E-Rädle, wie wir es hier haben, jetzt heute auch noch zum TV-Sonderpreis, damit sie es wirklich extrem einfach haben, den inneren Schweinehund zu überwinden, da schafft man dann ganz problemlos. Und Vivian, wir gucken mal schnell auf pearl.de. Unbedingt bitte, denn wir haben ja gesagt, wir möchten, dass Sie heute den Schweinehund überwinden. Und deshalb zeigen wir Ihnen auch noch mal Ihre Preisersparnis von 1.300 Euro UVP auf 600 Euro Spitzenpreis bei pearl.de. Für Sie aber noch mal 30 Euro wow. Preisersparnis, 569,95 Euro, der finale günstigste Preis. Wusstest du übrigens, Andreas, dass Tour de France-Fahrer während der Nacht aufstehen, um sich zu bewegen und umzugehen? Nein. Ja, warum machen die das? Die können nicht durchschlafen. Ach was? Ja. Die sind ständig unter Strom, ne? Aber das ist natürlich klar, da müssen wir lange trainieren, bis wir da hinkommen. Aber das ist ja beim E-Rädle gar nicht notwendig, liebe Zuschauer. Beim E-Rädle ist es wirklich so, schauen Sie hier nochmal einen Film an mit unserer lieben Kollegin. Da ist es wirklich so, da setzt man sich drauf. Sie stellen vorher alles ein, wie Sie es brauchen. Und dann machen Sie es wie Diana hier. Und dann fahren Sie einfach Ihre Tour. Und Sie können ja zum Anfang, das ist ja ganz wichtig, Sie können ja zum Anfang sagen, komm, ich fahre erstmal die kleine Runde. Ja, ich fahre erstmal hier den Kilometer hier meinetwegen oder die paar Meter zum Bäcker rüber, zum Fleischer. Und dann besorge ich da das, was ich fürs Mittagessen brauche. Und wenn Sie dann trainiert sind, wenn Sie sagen, ach komm, das war jetzt wirklich einfach und das habe ich jetzt eine ganze Woche lang gemacht, dann legen Sie mal los und sagen, jetzt am Samstagnachmittag, da schnappe ich mir meinen Schatz, da schnappe ich mir meinen Partner oder ich mache eine Tour mit den Enkeln. Die kommen zu Besuch. Und dann fahren Sie raus ins Grüne, dann besucht man vielleicht ein Eiscafé, ein Restaurant. Schön. Man muss sich ja auch belohnen. Ne? Wenn man so eine Radtour macht, dann will man doch nachher schön Kaffee trinken oder was Leckeres essen. Absolut, das gehört mit dazu. Man kann natürlich auch sagen, und das wäre mein Vorschlag an Sie, dass Sie einfach entscheiden, wo soll es am Sonntag hingehen, in welches Café, und dann radeln Sie da ganz entspannt hin. Das macht natürlich auch Spaß. Das macht einen Riesenspaß, und vor allem, du kommst dann irgendwann abends wieder zurück und du weißt einfach, du hattest enorm viel Spaß. Du hast was für die Gesundheit getan. Frische Luft ist ja auch ganz wichtig, und Sie werden schlafen wie ein Engelchen. Frische Luft, Bewegung, das ist das, was uns gut tut.
liebe Zuschauer. Und Sie sehen, nur Vorteile. So ein E-Redle, so ein Pedelec hat nur Vorteile. Das Einzige, was Sie jetzt wirklich machen müssen, ist gegen diesen inneren Schweinehund ankämpfen und sagen, ja komm, dann mache ich das jetzt. Dann lege ich jetzt endlich los. Wir machen es Ihnen einfach. Wir haben einen TV-Sonderpreis für Sie, liebe Zuschauer. Sie sparen nochmal 30 Euro hier zum Katalogpreis. 569,95 Euro jetzt für Sie in diesen Minuten. Sie sparen hier natürlich ganz immens. Wir haben es gerade gesehen. Und das Ganze, das ist natürlich auch noch ein Riesenvorteil. Das kommt bis vor die Haustür. Die muss dir um nichts kümmern und versandkostenfrei. So einfach geht's mit Ihrer Bestellung heute. NX9510569, dafür die passende Bestellnummer. Und dann heißt es zugreifen. Und Sie dürfen sich schon die erste Route mal zurechtlegen und planen, denn Ihr Pedelec wird natürlich in Windeseile zu Ihnen geliefert, bis vor die Haustür. Andreas, was jetzt auch nochmal wichtig zu erwähnen ist, dass eigentlich so gut wie all unsere Damen und Herren, die uns zuschauen, ja gerne natürlich auch ein großes Herz zeigen und für den Partner oder die Partnerin mitbestellen. Ja. Das Modell ist unisex, kann aber natürlich weiblich oder männlich aufgepeppt werden. Absolut. Das ist wirklich hier tatsächlich für Damen und Herren. So ist dieses Bike optisch gestaltet. Sie sehen es, ne? Es sieht auch klasse aus, macht richtig was her. Wir haben hier auch die passende Radgröße. Das heißt, damit man es wunderbar verpacken kann, also verstauen kann. Und Sie sehen aber natürlich, da kann man natürlich auch ein paar Aufkleber drauf machen. Kann man natürlich auch so machen, wie man das möchte, ne? Aber letztlich ist es so, kann von Damen und Herren gefahren werden. Und wir haben es wirklich auch in diesem schlichten Schwarz gehalten, damit da wirklich auch farblich, damit keiner sagt, ach nee, ein pinkes Rad möchte ich nicht unbedingt haben. Gelb muss es auch nicht sein. Schwarz, liebe Zuschauer, das gefällt im Grunde jedem. Und eine Sache möchte ich auch noch sagen, weil die fragen Sie sich ganz bestimmt. Wie weit kommt man denn jetzt, ne, mit so einem Pedelec? 10 Kilometer? Schauen Sie mal. Na, viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Wir haben hier einen Akku drin, der sieht so aus. Und der Akku, liebe Zuschauer, der bringt Sie fast 30 Kilometer weit mit einer Ladung. 30 Kilometer, stellen Sie mal vor. Wann sind Sie das zuletzt gelaufen oder mal mit dem Rad gefahren? Wenn Sie jetzt sagen, noch nie, dann sind wir Ihnen auch nicht irgendwie böse. Ist ganz normal. Wer fährt denn schon 30 Kilometer Fahrrad? Aber Sie sehen, Sie könnten, wenn Sie wollen. Liebe Zuschauer, der Akku wird ganz normal aufgeladen am Netzstrom zu Hause. Sie können im Fahrrad laden, Sie können ihn aber auch rausnehmen und mit nach Hause ins Haus reinnehmen, in die Wohnung oder in die Garage nehmen, aufladen und fertig. So einfach geht's. Wenn Sie heute hier zugreifen, NX9510569, wissen Sie, was auch einfach schön ist? Wir haben jetzt noch August, wir haben noch Sommer. Ja. Die Meteorologen sagen, es wird noch mal warm. Wir haben noch einen goldenen September, wir haben noch einen wunderschönen Oktober, hatten wir im letztes Jahr auch. Was meinen Sie, wie schön das ist, wenn Ihr Pedelec jetzt schon auf dem Weg zu Ihnen ist? Wenn Sie auch diesen Sommer noch die letzten schönen Sonnenstrahlen und der goldene Herbst, der goldene Herbst, genau, mal mit einer etwas dickeren Jacke, mal eben zum Supermarkt fahren. Andreas, viele Damen und Herren haben natürlich auch nur ein Auto in der Familie und ich weiß, dass viele Damen sich da auch ärgern, immer den Mann fragen zu müssen, kannst du mal eben mit mir frische Brötchen holen fahren? Da ist das doch auch selbstverständlich. Oder wenn du mal schnell was besorgen willst und der Mann ist unterwegs mit dem Auto oder auch die Frau, ne, da denkst okay, der Supermarkt, der ist 2,5 Kilometer weit weg oder der Bäcker oder der Fleischer. Jetzt muss ich so lang warten, ne, bis die Liebste oder der Liebste wieder nach Hause kommt. Und du brauchst aber jetzt Salz, du brauchst jetzt Mehl, du brauchst jetzt Kartoffeln, weil du ja das Essen vorbereiten willst. Dann nimmst du halt dein E-Redle und dann fährst du los und dann schaltest du hier den Knopf ein, hast die Elektrounterstützung. Sie werden wahrscheinlich genauso lange brauchen wie mit dem Auto. Es geht genauso schnell. Das ist ja das Schöne, ne? Wenn Sie sagen, liebe Zuschauer, ich will richtig Gas geben, dann treten Sie schneller, dann haben Sie die Unterstützung und dann fahren Sie halt auch schneller. Dann kommen Sie schneller ans Ziel. Wenn Sie sagen, nö, ich möchte gemächlich, ich möchte es gemütlich angehen, dann treten Sie einfach langsamer und dann kommen Sie eben etwas später an. Ja, warum? Sie haben noch Zeit. Ne? Das ist doch was, wo man wirklich sagen muss, für Radfahren und auch für so ein bisschen Entfliehen aus dem Alltag, da nimmt man sich Zeit. Vor allem ist es natürlich auch schön, um Freunde zu besuchen. Vielleicht haben Sie auch Freunde und Bekannte, wo Sie gerne mal hinfahren wollen, mittags oder auch morgens mal zum Brunch, was bisher noch gar nicht ging. Also Sie sehen, ein Pedelec, das bringt Sie nicht nur in die frische Luft, das tut Ihnen gut und das ist natürlich auch super umweltfreundlich.
So ein Pedelec, das vereint auch und bietet Ihnen Flexibilität und Selbstständigkeit. Mit der NX 9510 und der 569. Guck mal, Kathi fährt den Berg gleich zweimal. Genau, Kathi fährt den dreimal sogar. Ganz wichtig, dass Sie hier natürlich zugreifen und sich dieses Pedelec jetzt hier heute sichern mit der NX 9510 und der 569 für 569,95 Euro. Ein Preis, für den wir gekämpft haben, versandkostenfrei, damit Sie jetzt Ihren inneren Schweinehund überwinden und sagen, ja, lang genug geredet, jetzt legen wir los. Sehr, sehr schön, können wir wirklich nur wärmstens empfehlen, haben Sie alles richtig gemacht. Wir zeigen Ihnen aber nicht nur das Pedelec heute hier in dieser Sendung, sondern auch noch Zubehörelemente und da freuen wir uns ganz besonders auf das nächste Produkt. Sensationell, was wir jetzt haben. Pedelec, Fahrradfahren ist eine richtig tolle Angelegenheit. Wir haben gerade davon geredet, liebe Zuschauer, macht mal einen Ausflug oder Sie wollen Ihre Einkäufe tätigen. Ja, dann ist das natürlich auch genial und da haben wir die richtige Tasche für Sie, weil irgendwo muss das ganze Zeug ja hin. Ne? Kartoffeln eingekauft, ein bisschen Milch, Salz, Pfeffer, Gewürze, muss ja irgendwo reingepackt werden. Dafür haben wir eine wunderbare Tasche, eine Aufbewahrungstasche. Wird Ihnen gerade eingeblendet zu einem sensationellen Preis. Schauen Sie mal, deutlich unter 20 Euro. Ja, wo gibt es sowas denn? Wir zeigen sie Ihnen natürlich. Hier steht das gute Stück. Da ist sie und die setzen wir natürlich jetzt einfach mal hier aufs Rad drauf. Und liebe Zuschauer, so einfach geht das. Gucken Sie mal, ich habe die natürlich vorher befüllt. Wenn Sie sich fragen, sind da die Kartoffeln schon drin? Ja, sind sie. So geht das. Jetzt wird die hier drüber geworfen. Dann haben wir hier die Befestigungsschlaufen. Einfach festmachen und jetzt schauen Sie. Jetzt haben wir rechts und links eben wunderbar Stauraum. Geht alles rein. Ich kann das natürlich auch mal aufmachen. Und Sie haben nicht nur einen stabilen Reißverschluss, den Sie hier öffnen. Sie können zack hier beide gleichzeitig aufmachen. Dann geht hier die Klappe auf. Und huch, da sind ja gar keine Kartoffeln drin. Eine Picknickdecke. Oh ja, machen wir dann Picknick. Ne? Also Sie sehen schon, richtig viel Stauraum. Da kann alles rein, natürlich für die große Fahrt. Da kann zum Beispiel dann auch irgendwann ein Ersatzakku rein, wenn Sie sagen, leiste ich mir auch noch. Da kann Ihre elektrische Akkupumpe mit rein, einfach mal unterwegs Luft nachpumpen. Also da ist wirklich alles drin. Sie können ja sogar für unterwegs, wenn Sie sagen, wir möchten an so einem Bänkchen halten, ne? Dann nehmen Sie einfach hier eine Thermokanne mit Kaffee, zwei Becher. Das ist der beste Ausflug. Das wird das beste Wochenende, was Sie je hatten. Ja, tatsächlich. Und vor allem bietet Ihnen diese Doppelgepäckträgertasche auch super viele Möglichkeiten. Jetzt kenne ich mich als Frau natürlich, genauso wie Sie, gut mit Taschen aus und muss sagen, 18,95 Euro. Das ist super für günstig. Für die Verarbeitung, das ist ein Hammer. Da haben uns zahlreiche Damen und Herren schon geschrieben, wie toll das ist, auch damit in den Supermarkt zu gehen, auf das Pedelec, zack, mitnehmen in die Wohnung, ausladen, stabil, schön. Vivian, liebe Zuschauer, Sie können die Tasche mit in den Supermarkt nehmen. Sie packen stellen in den Einkaufswagen, packen die Einkäufe, wenn sie fertig sind, einfach da rein, machen das zu und dann nehmen Sie die Tasche einfach aus dem Einkaufswagen raus, schwingen die, zack, einmal so über den Gepäckträger und fertig ist hier die Wurst. Fertig ist die Wurst, tatsächlich. NC8917 569, Ihre Bestellnummer. Schauen Sie sich das an, wie schön stabil, natürlich auch hier mit Thema Sicherheit reflektierend, natürlich diese kleinen Umrandungen, die wir hier haben, damit man einfach auch aufmerksam auf sie wird im Straßenverkehr. 18,95 Euro, gerne zu bestellen, auch falls Sie schon ein Pedelec zu Hause haben oder falls Sie, und das nehmen wir Ihnen übel, ein anderes Fahrrad zu Hause haben, dann können Sie die Gepäckträgertasche natürlich auch gerne nutzen. Wir machen weiter mit zahlreichen Zubehörmöglichkeiten für Sie und für Ihr Pedelec. Und Andreas, da kommt auch ein Thema nicht zu kurz und das ist Navigation zum Beispiel. Natürlich, Navigation oder auch das Smartphone, liebe Zuschauer. Wir schauen uns das Video hier an, wieder mit unserer lieben Kollegin. Und ich finde diese Smartphone-Halterung speziell für Fahrräder absolut genial. Die ist stabil, die packt richtig kräftig zu. Wir haben hier eine ganz einfache Verschraubung. Sie sehen es gerade, man kann auch die Auflage für Smartphone oder Navigationsgerät wunderbar einstellen. Wir haben diese Klemmen links und rechts, die das Ganze dann auch wirklich Bomben festhalten. Und jetzt schauen Sie mal, jetzt kommt da das Smartphone rein und dann hält das und Sie haben quasi das Display immer im Blick. Sie sehen, wenn Sie eine SMS kriegen, wenn Sie eine WhatsApp kriegen, wenn Sie eine Nachricht bekommen, wenn jemand anruft, Sie können ja tatsächlich sogar dieses Smartphone hier, Sie können ja tatsächlich telefonieren, ohne dass Sie das Smartphone in die Hand nehmen müssen. Einfach hier auf Lautsprecher. Wenn Sie sagen, Mensch, ich möchte Musik hören, dann hören Sie einfach hier Musik über Ihr Smartphone, während Sie Radfahren. Sie bekommen Sportergebnisse mitgeteilt, machen hier Samstagnachmittag. Übrigens, liebe Zuschauer, sorry, dass ich diesen Satz nicht vollende.
Wenn Sie jetzt Ihrer Frau versprochen haben, ja, wir fahren am Samstagnachmittag Rad, dann brauchen Sie diese Smartphone-Halterung, denn Sie verpassen diese kompletten Bundesligaspiele nicht mehr, diese Live-Schalte. Sie bekommen die ganzen Sportergebnisse mit. Sie fahren mit Ihrer Frau, Smartphone ist dabei. Ist eine geniale Angelegenheit. Sie sind zufrieden, Ihre Gattin ist zufrieden. Na, was kann man denn besser machen? 12,30 Euro ist der Wahnsinn. Ja, super. Und wenn Sie dann auf dem Pedelec Sätze wie ja oder nein von sich geben, dann geht es wahrscheinlich nicht um die Navigation, sondern um die Tore, die fallen. So 12,30 Euro ist der Spitzenpreis. Bestellen Sie hier bitte zwei, wenn Sie natürlich zwei in der Familie haben und gerne vielleicht auch für die Enkelchen mit. Sie haben gesehen, dass natürlich das Smartphone hier dank der Gummihalterung auch fest anliegt. Ja, das ist klasse. Keks 1962569, die Bestellnummer Andreas. Aber man sollte schon die Augen auf den Straßenverkehr halten, oder? Natürlich, brauchst du ja auch gar nicht auf dein Handy gucken, also du brauchst ja nur zuhören. Und das kriegen wir ja hin, liebe Bälle, oder? Also Radfahren, nach vorne gucken und zuhören, absolut gar kein Problem. Also, uns sagt man ja immer nach, ne? Wir könnten nicht zuhören, aber wenn es um die wichtigen Dinge im Leben geht, dann sind wir ganz Ohr. Ja, also da bin ich ja mal gespannt. PX 1962569, wenn Sie übrigens Bundesliga-Ergebnisse anhören, ich sag's extra, anhören, ja, mit dieser Fahrradhalterung und Ihrem Pedelec und Sie unterwegs sind, dann schicken Sie uns doch bitte ein Foto an redaktion@pearl.tv und lassen Sie uns wissen, ob wir das dann hier in den kommenden Sendungen zeigen dürften. Also das fände ich wirklich sehr, sehr witzig und sehr unterhaltsam. Ja, ich auch. Wir machen weiter mit dem nächsten Produkt und kümmern uns auch um ein weiteres wichtiges Thema in puncto Sicherheit und das ist natürlich, hier sehen wir es, redaktion@pearl.tv, da gerne das Foto mit dem Pedelec und auch der Fahrradhalterung hier dann gleich mal hinschicken. Wir kümmern uns um ein weiteres wichtiges Thema, Andreas. Jawohl, was haben wir denn noch im Angebot? Machen wir Akku oder Pumpe? Machen wir Pumpe, oder? Machen wir Pumpe. Liebe Zuschauer, ich habe ja gesagt, diese tollen Taschen, die wir jetzt Ihnen vorgestellt haben, die sind natürlich geeignet dazu, um auch ein bisschen was mitzunehmen. Und wir haben uns überlegt, warum sollten Sie denn, wenn Sie schon den Genuss oder den Komfort eines Pedelecs genießen, warum sollten Sie dann so eine klassische Pumpe mitnehmen, wo Sie wirklich hier keuchend und mit Rücken dann irgendwann nicht mehr hochkommen? Und im Grunde ist dann der ganze Ausflug ja versaut, wenn man hier Kraft aufwenden muss beim Aufpumpen. Kann ja mal sein, dass Sie unterwegs einfach Luft nachpumpen möchten oder vor Fahrtantritt, ne? Kann ja auch sein. Dann haben wir hier für Sie unsere Akkukompressorpumpe. Sie sehen schon in dieser wunderbaren Pistolenform mit diesem Pistolengriff hier, wir haben hier vorne dran einen flexiblen Schlauch und eben auch schon passend den Adapter für Ventile, beispielsweise jetzt Fahrradventile. Aber Sie können mit dieser Pumpe natürlich auch Autoreifen, Kinderspielzeug, all das, was da so aufzupumpen geht, funktioniert hiermit auch, weil wir haben hier hinten drin noch wunderbar so ein Adapter-Set. Schauen Sie, hier drin immer die Kamera. Ah, da ist es. Da ist das Adapter-Set, ist auch mit dabei und ist dann wirklich auch immer bei der Pumpe. Das wird nie mehr verlegt. Sie müssen nicht mehr in Schubladen kramen. Zack, zu. Ist da sicher aufbewahrt. So, jetzt wollen Sie natürlich sehen, wie funktioniert das Ganze, zeige ich Ihnen. Wir gehen hier unten ans Rad, schrauben natürlich, so wie Sie das gehört, wie man es machen muss, ne? Schrauben hier das Käppchen ab, dann setzen wir hier unseren Aufsatz dran, dann fixieren wir das Ganze hier und jetzt gucken wir mal, liebe Zuschauer, wir stellen hier ein, den Druck bar und jetzt muss ich mal gucken, wo sind Sie denn? Da sind wir. Wir haben jetzt 1,6 Bar im Reifen, das reicht natürlich lange nicht. Wir wollen den aufpumpen hier auf 2,6. Schauen Sie, jetzt quittiert unsere Pumpe das mit einem Blinkzeichen. Und jetzt pumpen wir. Ist das leicht? Ist das einfach? Das ist spielend leicht. Guck mal, und jetzt hört die auf, wenn die den Druck erreicht hat, ne? Dann hört die automatisch auf zu pumpen. Und guck mal, jetzt ziehe ich hier ab. Jetzt habe ich das Ganze hier aufgepumpt auf meinen Druck, den ich brauche, liebe Zuschauer. Und ich habe nicht gepustet, ich habe keinen roten Kopf und ich habe auch keine Rückenschmerzen. Also wirklich absolut genial, einfach, komfortabel, schnell, liebe Zuschauer. Und vor allem, Sie müssen nicht Rätsel raten, stimmt der Druck, und immer so fühlen, ah, muss ich noch ein bisschen mehr, muss ich ein bisschen weniger. Sie stellen den Druck ein und dann haben Sie immer den korrekten Druck Ihrer Reifen, wenn Sie den nicht wissen. Schauen Sie, vielleicht steht es auf dem Reifen drauf oder Sie rufen schnell beim Fahrradgeschäft an, der soll Ihnen sagen, was da rein muss.
So sieht es aus. Aus Chemnitz schreiben uns auch viele Zuschauer, die Akkukompressor-Luftpumpe bereits bestellt haben. Selbst bei 12 Zoll Fahrrädern problemlose Reifenbefüllung möglich. Mit einer Handluftpumpe geht das nicht so gut. Nein. Oder aber auch hier aus Nentershausen. Mit der Akkukompressor-Luftpumpe kann ich alles problemlos aufpumpen. Ob kleine Kinderplanschbecken, Matratzen, Fußbälle oder eben Fahrradreifen. So, bin vollkommen zufrieden damit. Ja, und wir haben ja, das Schöne ist ja, wir haben da ein ganzes Set, ne? Also zur Pumpe, zu diesen Adapter-Zubehörteilchen, die sich da in dieser kleinen Klappe versteckt haben, haben wir noch was dabei, wenn man sagt, komm, ich will jetzt wirklich hier alle vier Autoreifen prüfen. Da gibt es nämlich einen Adapter, da nehme ich den Akku raus, setze diesen Adapter rein, ich werde Ihnen den gleich zeigen, und dann hole ich mir den Strom hier nicht vom Akku, sondern direkt von der 12-Volt-Steckdose am Auto, sprich dem Zigarettenanzünder. Also es ist wirklich eine sehr einfache Sache, sehr klug auch, also wirklich, da wurde nachgedacht. Wenn man nämlich die Möglichkeit hat, an Strom zu kommen, nutzen wir Strom. Wenn man keine Möglichkeit hat, dann haben wir den Akku dabei. So, ich zeige Ihnen das ganz schnell. Hier ist das Adapterstück und Sie sehen da schon den Stöpsel für den Zigarettenanzünder baumeln. Das wird hier einfach ausgetauscht und dann ziehen Sie den Strom hier direkt vom Auto. Und wenn Sie es nicht wollen, dann ist hier der Akku drin. So einfach geht's. Hm? 47,45 Euro. Schnell sein und zugreifen bei der Akkukompressor-Luftpumpe mit der Bestellnummer NX9789569. Sowas haben Sie dann auch zu Hause. Das ist natürlich toll. Ne? Ja, das ist jetzt nicht unbedingt nur super für die Fahrradreifen, sondern auch für all das, was die Kinder und Enkelchen sich da wieder gekauft haben. Oder auch wenn die Gäste mal kommen und sie da so eine schöne große Luftmatratze haben, die da schnell aufgepumpt werden soll. Das ist ein Komfort für Sie. 47,45 Euro. Andreas und auch hier haben wir wirklich einen Spitzenpreis. Wir machen weiter. Ersatzakku oder Pedelec? Ersatzakku. Ersatzakku haben wir nämlich noch nicht behandelt. Müssen wir unbedingt machen. Da haben wir nämlich was ganz Tolles für Sie. Habe ich hier aufgebaut, hole ich jetzt aber rüber direkt zum Fahrrad. Dann wissen Sie einfach auch, was hier zusammengehört. Und zwar, wenn Sie die Sendung seit Anbeginn verfolgen, dann wissen Sie, Sie kommen mit dem Serienakku aus Ihrem Pedelec rund 30 Kilometer weit. Wenn Sie sagen, das ist mir zu wenig, ich will so eine richtig lange Tour machen, ne, dann haben wir hier einen Akku mit etwa 8 Amperestunden, ne, und dann kommen Sie 50 Kilometer weit. Das heißt, hier nochmal deutlich, deutlich mehr Strecke. Und der 30-Kilometer-Akku, der ist ja bei Ihrem E-Rädle sowieso dabei. Das heißt, wenn Sie den jetzt noch mitnehmen, dann haben Sie insgesamt eine Wegstrecke von 80 Kilometer. 80 Kilometer Fahrradtour, das wird der absolute Knaller. Also doch die Tour de France? Sowas in der Richtung, ja. Nur halt eben ohne solche Radfahrerbeine, aber ganz entspannt. Das Problem ist, du darfst dich halt nicht erwischen lassen. Wenn du dich zur Tour de France anmeldest, fährst dann kann halt man das so schon machen. Aber ob die so erfreut sind, wenn du da mit deinem E-Rädle ankommst, das weiß ich nicht. Also ich würde Ihnen zujubeln. NX9515569. Bestellnummer gehört natürlich mit in Warenkorb und wird von Ihnen clevererweise für 189,95 Euro gleich mitbestellt, obwohl ich an dieser Stelle noch mal betonen möchte, dass Sie einen 28 Kilometer, einen 4,4 Amperestunden großen Akku schon im Starter-Set bei dem Pedelec dazu bekommen. Den für 189,95 Euro mit der NX9515569 bestellen Sie mit um die 50 Kilometer Reichweite, clevererweise natürlich mit dazu, dass der eine laden kann, während Sie den anderen nutzen. Und wenn Sie mal eine XXL-Fahrradtour geplant haben, dann nehmen Sie sowieso den hier mit. Aber Andreas, um Herstellerqualität infolge eines Ersatzakkus nutzen zu können, braucht man ein Pedelec. Braucht man ein Pedelec, ganz genau, ganz wichtig. Akku immer Herstellerqualität, da legen wir auch Wert drauf. So, jetzt kommen wir noch mal zum Pedelec. Einfach noch mal kurz umreißen, was das Thema hier war. Wir stellen es Ihnen noch mal vor. Es steht hier neben mir, liebe Zuschauer, nutzen Sie jetzt die Möglichkeit. Wir haben zum Anfang der Sendung gesagt, überwinden Sie Ihren inneren Schweinehund. Wir machen Sie in einfach. Wir machen Ihnen den TV-Sonderpreis hier und liebe Zuschauer, ich weiß, Sie werden nirgends anders ein E-Rädle, ein Pedelec, ein E-Bike finden zu diesem Preis. Da sind wir wirklich sicher. Das heißt, für Sie jetzt in die Leitung gehen, genießen Sie jetzt noch den Sommer, freuen Sie sich auf den schönen Herbst, bleiben Sie fit. Und das Wichtige ist natürlich, gehören Sie auch zu dieser jetzt Trendgemeinde. Na, fährt doch jeder. Es fährt doch wirklich jeder E-Rädle und Pedelec. Also ich habe es auch gesehen. Ich war letztens auch an der Aar spazieren. Ja. Und da sind mir ganz viele junge
aber auch Ältere, aber auch im goldenen Alter, Damen und Herren entgegengekommen auf ihrem Pedelecs. Das war wirklich Wahnsinn. Die haben noch alle mehr bezahlt als sie. 569,95 €, das ist hier ihr TV-Sonderpreis. Der ist einmalig. Günstiger haben wir ein Pedelec wirklich noch nirgendwo gesehen. Deshalb hier zu greifen, hier bestellen, denn sie sind schlau. Und schon Pearl TV. Bestellnummer lautet NX951056. Sie sehen auch der Aufstieg, Einstieg, der Überstieg, der auf den Sattelsteigestieg geht hier ganz, ganz einfach. Also gehen Sie in die Leitung, rufen Sie an und dann gute Fahrt wünschen wir. Gute Sie Fahrt. Bestimmen, wie schnell Sie sind. Sie bestimmen, wohin die Tour geht. Sie bestimmen, dass Sie den kleinstmöglichen Preis für ein fantastisches Pedelec zahlen möchten. Und das machen Sie eben hier bei Pearl TV. Wir schicken die dann zu Ihnen nach Hause und Sie dürfen die erste Route schon planen. Denken Sie auch an die Zubehörartikel. Und dann wünschen wir Ihnen gute und schöne Fahrt.